Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu TechKid Skyblock wieder einmal, beziehungsweise die letzte Folge heute, wo ich alleine mit euch bin. Und in der nächsten Folge geht's weiter. Mein Name ist Bauer und ich wünsche euch viel Spaß. So, jetzt wollen wir uns hier mal kurz ein wenig was crafty craften. Ich denke, das geht ganz gut so. Oh, habe ich 2 Stacks, das ist natürlich cool. Weil in dieser Folge wollten wir ja das Haus nochmal, halt fertigstellen soweit. Na, das hatten wir ja vorgehabt. Jetzt müssen wir hier nochmal eben das Zeug hier abbauen, die ganze Schüssel. So. Hä, geht das gar nicht über Eck hier? Ach, scheiße, ey. Müssen wir die Ecke freilassen. Ja, gut, okay, komm. So. Aber wenn wir hier schon angefangen haben, das so zu bauen, dann mache ich das hier mal weiter. Dass wir hier auf jeden Fall irgendwie so eine kleine Art von Dach drauf bekommen. Aber halt trotzdem noch das Dings frei haben, das Solarpanel-Zeugs. Aber es wird ja demnächst die andere Solarpanel-Fabrik geben. Das heißt, wir können hier wahrscheinlich ein komplettes Dach drauf bauen. Was dann natürlich auch ganz, ganz cool ist, würde ich so sagen. So, hier machen wir auf jeden Fall einmal komplett rum, damit wir hier auch wirklich was Cooles haben. Genau. So, zack, zack, zack. Zacke die, zack, zack. So. Ja, heute Abend, wie gesagt, das ist ja jetzt die zweite Folge, die es heute auf dem Samstag gibt. Ist heute Samstag, warte mal. Ja, heute ist Samstag, genau. Ich bin so verplant im Moment, was die Zeit, was den Wochentag und so angeht. Ey, das ist so unglaublich. Zum Glück kriege ich noch ungefähr hin, wann ich irgendwelche Aufnahmetermine habe. Nein, das passt schon alles. Alles kein Thema hier, das kriege ich hin. Nee, auf jeden Fall heute auf dem Samstag habe ich ja gesagt, weil gestern keine Folgen kam, gibt es dafür heute 2, damit ich halt immer mit auf dem gleichen Stand der Folgen bin, ne, weil wir das Projekt ja zusammen machen. Und wenn ich das dann verbasel, dann muss ich halt nachziehen, so. So, das ist natürlich nicht so cool, wie das ja aussieht, aber naja, was soll man machen? Vielleicht mache ich das hier so, dass das Richtung andere Seite geht. So oder so. Ha. So. So. Hier gehe ich mal ernten eine Runde. So. Alles runterspülen hier. Okay. So, den Rest muss ich scheinbar manuell aufsammeln hier. Zack, 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 zack. Mal gut, ich habe gerade die Hoe dabei, dann kann ich auch gleich alles anpflanzen. Das brauche ich ja erstmal einen Augenblick, bis das da alles durchkommt. Ich finde, das Haus sieht jetzt gar nicht mal so schlecht aus, muss ich ja sagen, ne? Weil das haben wir ja echt schon gut gemacht. So. Zack. 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 Zack, so. Nun passt es auch. Gut. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig cool. Alter, wie viele Samen das da doch sind. So, die Covers haben wahrscheinlich nichts gebracht, aber naja. So. Alter, wie schnell das jetzt auch schon alles wächst, ne? Guck mal, den einen da habe ich gerade gesetzt und der wächst schon wieder, ey. Mega krasser Shit. So, hier brauche ich jetzt die Ho. Die Ho. So. Hier auch nochmal. Zack. So. Ja. Falls ihr noch irgendwelche Projekte oder so habt, was wir bauen sollen. Ich weiß, es gibt viele, viele Vorschläge, die ihr uns in die Kommentare geschrieben habt in der letzten Woche. Oder in der letzten Zeit. Und die werden wir auch in der nächsten Folge, die wir zusammen halt aufnehmen, werden wir die auch durchgehen, wie wir das ja meist immer jetzt mittlerweile am Anfang machen. Und deswegen
Falls ihr da noch irgendwas habt, schreibt sie uns einfach mal in die Kommentare und dann wissen wir natürlich, was wir da oder kriegen. Das wäre dann halt cool zu wissen, was wir dann halt noch alles so bauen können für die Zukunft quasi. In den kommenden Projekten. So, ich werde jetzt hier aber erstmal ein bisschen Brot machen hier. Zack. So. Das Fleisch, das können wir hier irgendwo in irgendwelchen Ofen werfen. Das ist gar nicht das Tor, das ist das Richtige sogar. Ha! So, die Frage ist, wie mache ich jetzt hier drinnen weiter? Weil ich kann hier eventuell genau das Gleiche machen, dass ich hier sage, hey, komm, Freunde, wir machen das hier genauso, wir machen hier das Birkenholz rein. Ja? Machen hier unten das so. Ich finde, das spiegelt sich eigentlich recht cool wieder hier mit dem so. Deswegen, glaube ich, mache ich das auch wirklich mal so. Ja, ich glaube, anbauen hätten wir jetzt nicht unbedingt mehr müssen, weil eigentlich sind wir gar nicht so oft in dem Haus drin. Eigentlich ja nur zum Schlafen oder halt zum Craften. Deswegen hatte ich gesagt, dass wir das nicht so wirklich umbauen müssen. Fand ich jetzt so. So. Hier noch. Zack, so. Ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. Also ich finde das schon ganz cool. Jetzt müssen wir hier halt das Gleiche auch nochmal machen. So. Zack. Hier, oh, falsch gesetzt. Naja, YOLO, ups, schon wieder. Was ist denn hier los, Bauer, was machst du? Hey. Aber jetzt brauche ich die Axt, so. So. Ja, wie gesagt, das mit dem Haus ist jetzt halt nur Ausweichsaktion quasi, dadurch, dass wir halt wirklich beide Seiten der Zuschauer natürlich auf dem Laufenden halten wollten, was mit der Maschine abgeht und mit dem ganzen anderen Zeug. Deswegen wollten wir da jetzt nicht alleine beide weitermachen, weil das halt zusammen wirklich viel, viel mehr Spaß bringt, wenn man dann Zeug besorgen muss und all so ein Kram. Deswegen bin ich jetzt halt hier und Chris hat halt drüben das gemacht und von daher passte das auch wirklich ganz gut gerade mal. Ja, und ja. So, das sieht alles ganz cool aus, ganz gut aus. Jetzt muss ich hier nochmal gucken, wie wir das hier machen. Hier werde ich wahrscheinlich nur komplett mit Holz das Ganze ausfüllen. Genau, ja, denk. Wow, ach, hier ist das, hier ist der Dings ja, ne? Genau, da war ja was, ey. So, ja, die ganzen Schilder und das ist natürlich alles blöd, dass das jetzt alles weggeht, aber passiert. Die brauchen wir jetzt ja auch nicht mehr so dringend, wie wir die da dann vorher noch mal brauchten. Von daher ist das alles okay. Ist das alles okay. So. Jetzt hauen wir hier nochmal ein paar Fackeln an die Wand, wenn ich welche habe. Ja, hier so, ne? Zack, zack. Da hängt schon was. So, und hier müssen wir noch. Ups, so. 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 Da hätten wir das komplette Haus jetzt einfach mal umgebaut. Die Frage ist jetzt, was packe ich hier in die Decke? Tue ich hier überhaupt was rein oder wie schaut es aus? Weil ich habe da gerade nicht so die Ahnung. Ich habe absolut keinen blassen Schimmer, wie wir das machen sollen. Deswegen, vielleicht habt ihr ja da eine Idee und könnt sie mir oder uns einfach mal in die Kommentare schreiben. Das wäre natürlich super cool. Ich probiere jetzt allerdings nochmal eben was aus, was vielleicht ja aussehen könnte, ich weiß es nicht. Ja, da fängt es schon an, dass wir das da irgendwie... So, ich glaube, wenn ich das so mache, ist das auch eigentlich ganz okay soweit. Ey, du Kuh. So, nee, ich denke mal, das kann man doch schon so machen, ne? Schätze ich doch mal so. Ich mache das jetzt einfach mal. Ansonsten, falls ihr eine andere Idee habt, dann schreibt sie in die Kommentare. Dann reiße ich das halt nochmal eben ab. Das ist ja nicht so das the big of the problem. Na? Nur was wirklich nervt, ist, dass das wirklich nicht so
mit diesen Slaps hier immer so eine Geschichte ist in Tackett. Aber wo ich richtig froh drüber bin, ist, dass ich wirklich Tackett wieder zum Laufen gebracht habe. Wo ich wirklich, wirklich Panik hatte, dass ich das gar nicht mehr hinbekomme, weil das wirklich gar nicht so gut aussah und es trotzdem eigentlich wirklich nur ein simples Problem war. Was ich zum Glück gemeistert habe. So, hier werde ich jetzt aber... Was passiert, wenn ich das da rein tue? Kriege ich nicht das Richtige raus. Das ist natürlich Schissel. Jetzt muss ich hier doch noch wieder an die Kiste gehen. Brauche nämlich Glowstone Dust. So. Da holen wir den ganzen Kram hier rein. Hallo. Ja, jetzt muss ich erst wieder raus aus dem Table hier. Huch. Warum wirft denn der das Brot da raus? Was ist da los? So, den Star, dann das. Hallo. Hä? Wieso geht das nicht? Mano, warum geht das nicht? Ey. Haben wir noch Glowstone Dingsbums denn hier irgendwo? Nee. Ist alles nicht so das, was ich suche, ne? Oh, hier haben wir noch davon. Dann machen wir das halt so einfach. Easy. So, zack. So. Dann craften wir uns halt einen davon, packen das hier wieder da rein. Und benutzen das Teil einfach, um hoffentlich den EMC zu bekommen. Hallo? Hä? Ich möchte den scheiß EMC bekommen. Alter, gib mir das. Hä, warum ist der jetzt hier drüben, ey? Willst du mich verarschen? Der Crafting Table mobbt mich. Was ist da los? Hallo? Du blödes Teil. Naja, gut, dann knallen wir das jetzt halt so da rein. Ha. So. So machen wir das nämlich, ja? Für meine lieben Freunde, so machen wir das. Dann machen wir das jetzt einfach so, dass wir hier nochmal 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Halten eigentlich auch komplett den gleichen ganzen Stack mitnehmen können. YOLO, juckt uns nicht. So, jetzt machen wir uns hier erstmal ein bisschen Dings. Denn wir brauchen halt auch ein bisschen Licht hier drinnen, ne? Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Deswegen, müssen wir das halt so ein bisschen angehen. Dann können wir die Fackeln nämlich hier wegnehmen. Dann sieht das nämlich alles ein bisschen atmosphärischer aus. Ja. So, ja, hier weiß ich nicht, wie wir das machen hier. Geht das irgendwie? Ich sehe hier absolut nichts. Oh, das war das falsche Teil. Okay, das muss ich weghaben, ne? Oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, hier war schon gut. So, hier, das kommt zu so. Hier kommt The Glowstone rein. Und hier kommt der Slap hin. Ja. Ja, hier ist natürlich eigentlich sinnlos, weil das absolut nichts bringen wird. Deswegen lasse ich das da offen, ja. Und hier könnte ich das eigentlich auch so offen lassen. Damit das auf jeden Fall da irgendwie ein bisschen rausguckt. Das ist dann halt so. Aber ich finde das so gar nicht mal so schlecht. Also da haben wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen Licht. Ich gehe jetzt pennen. Ja. Wenn ich das könnte. Ja, kann ich. Sehr schön. So. Genau. So, jetzt können wir hier das auch nochmal alles mit Slabs ausfüllen. Denn ja, haben wir das hier auf jeden Fall einmal so ziemlich cool gemacht. Ja, die obere Kiste, die können wir eigentlich gleich abreißen, weil da kommen wir sowieso ja nicht dran. Das ist eigentlich sinnlos, die da zu haben. Deswegen könnte man die ja eigentlich wirklich komplett wegnehmen. Weg damit. Ne, hier diese Kiste, die ist total für unnütz. Wer baut denn das dahin? Nee. So, hey, komm her mit der Kiste. Dankeschön. So.
Jetzt bauen wir hier noch eben das zu. Und dann haben wir das. So. Zack, 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 zack. So. Ah, scheiße, Alter, mein Fuß ist eingeschlafen. So, die Frage ist jetzt hier. Könnte ich ja eigentlich hier den Glowstone reinsetzen, so. Ich finde, das sieht auch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, wenn wir das so lassen, ne? Einfach so, aber... Ja. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ne, ist voll die Mitte. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2. Ja, gut, das ist okay so. Aber vielleicht sollten wir trotzdem noch hier... Ja, das bringt nichts. Ja, ist natürlich blöd mit dem Schwarzen dann, aber... Lassen wir jetzt erstmal so. Ich meine, das können wir ja immer noch umändern, umtauschen, wie auch immer. Und, ja, das sollte eigentlich so ganz gut sein. Das ist alles wieder erhitzt, das ist alles gut soweit. Ja, dann würde ich sagen, das waren doch zwei wirklich produktive Folgen. Wir haben das Haus soweit, ja, ein bisschen umgestaltet. Ja, wirklich... Boah, wirklich cool umgestaltet so. Da ist die Kuh. Hallo Kuh. Ha. Tschüss. So. Nee, aber das war doch wirklich, wirklich schön so, fand ich. War ganz gut. Wenn es euch auf jeden Fall gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo wir dann wieder beide zusammen unterwegs sind und beide zusammen am Aufnehmen sind und so weiter. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich freue mich auf jeden Fall. Und das wird richtig, richtig cool, weil wir haben wirklich ein wenig was geplant, was wir noch machen wollen. Und bis dahin würde ich sagen, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut ihr rein, euer Bauer, ciao, ciao.